rein, Wandformen und da gab es nicht so viel Durchkommen. Es war wieder das alte, bekannte... Jetzt fehlt mir ein Knopf hier. Also es gibt reichlich Knöpfe hier, aber da sollte jetzt ein Knopf sein, wo auch noch ein Portion Kompaktes drin wäre. Nämlich so hat, hat Rom dann auch gespielt. Es war ein Anlaufen, ein Anlaufen, ein Anlaufen. Und jetzt haben wir ein schönes Bild. Jetzt, guck mal, wie alle Spieler sind da zu sehen. Übrigens auf einen Tag alle Bayern-Spieler. Alle vor die Nase vom Torwart. Und so sah das die meiste Zeit aus. Der Trainer wollte nur Schadensbegrenzung. Und das ist ihm gelungen, wie hier gerade auch schon am Tisch besprochen wurde. Und ich mache die Analyse auch sehr sachlich, halte es kurz. Deshalb gleich zu Nummer 2. Ja, da ist hier ein Geist an der Arbeit hier. Auf Nummer 2. Einmal sind die Römer dann rausgekommen und dann gab es gleich einen Schlag auf die Nase. Denn wieder den Raum gefunden, ein überragender Laufweg von Lewandowski in der Mitte. Alaba mit Volltempo raus. Lewandowski zieht zwei Leute an sich ran und idealerweise im Rücken. Und der Profiteur, halbwegs französisch, Ribéry. Und schiebt das 1-0 rein. Nachher noch das 2-0, wo sie ein bisschen aufgemacht haben. Aber es war sachlich, die Analyse, ganz kurz, knapp, sachlich, Sebastian, weil ja, mehr gab es nicht für dieses Spiel. Wie gesagt, Kofferpacke, nächste Runde. Ciao. Ciao. So sieht's aus. Und bei der nächsten Analyse bringst du da alle Knöpfe mit. Ja, versuch's, ja. Der Geist ist da nicht mal an deiner Wand. Wir schauen mal auf das Tor von Götze, was er auch wieder hervorragend gemacht hat. Wie schwer ist das in der Situation, das so zu wollen, hatte ich sogar das Gefühl, Giovanni, wie er den darüber hebt? Oder stochert er tatsächlich nur rein? Also ganz klar wollte er den Ball nicht so treffen, mit dem Fußspitze. Wollte schon mit dem ganzen Fuß den Ball ins Tor schieben. Aber am Ende, was zählt ist, Ball ist drin und Tor. Von Lewandowski sehr schön gemacht, kein Abseits und am Ende gut getroffen. Frag mal Erik nochmal, das hat ja so richtig Klick gemacht beim Götze jetzt nach der WM, nach diesem Treffer. Ich denke nicht nur nach der WM, ich denke auch, das Zusammenspiel mit Lewandowski funktioniert hervorragend. Lewandowski ist der Blitzableiter und der Kleine kann da gut von profitieren, spielt um ihn herum. Ein Großer und ein Kleiner funktioniert immer. Aber die Zahlen, die wir jetzt, mit wem hast du mal gespielt, wer war der Kleine bei dir? Ulf Kirsten. Auf Kisten. Das geben wir. Dann schauen wir gleich auf die Messi-Zahlen, schauen aber erstmal auf den und hören den, Erik, den du gerade als den Großen bezeichnet hast, nämlich Robert Lewandowski, haben wir jetzt live im Interview. Ah, da sind wir schon. Also, bevor wir mit Robert Lewandowski anfangen, haben wir noch gerade eine heiße Info bekommen. Leider eine schlechte, denn David Alaba hat eine Innenbandverletzung. Er muss jetzt auf Krücken das Stadion verlassen und wird wahrscheinlich mehrere Wochen ausfallen. Also, dann wünschen wir ihm auf diesem Wege auf jeden Fall gute Besserung. Sagen aber herzlichen Glückwunsch an Robert Lewandowski zum Sieg. Was war heute das Entscheidende? Erstens, Dankeschön. Ich denke, heute wir haben sehr konsequent gespielt und ich denke, die Rom wollten nicht so offensiv spielen und natürlich, das war auch für uns keine einfache Spiele, deswegen, die haben in 6-7 Leute im Defensiv gespielt und natürlich, wir mussten bleiben, ruhig bleiben und natürlich das zweite Tor, nach dem zweiten Tor war sicher, dass wir heute gewinnen. Das ist natürlich dann sehr schwer, da durchzukommen, wenn die so defensiv stehen. Aber einmal hat es ja auch geklappt mit Ribéry. Ist das so die Flexibilität, die sich Pep Guardiola vorstellt im Spiel der Bayern? Ja, das natürlich, wenn manchmal das geht nicht, wie wir wollen. Wir müssen diese Flexibilität machen, weil natürlich das ist Fußball und wir müssen suchen immer was Neues. Und ja, die erste Tor, das war gut geklappt. Ich denke, das war eine gute Situation. Und natürlich, nach der ersten Tor war ein bisschen einfacher zu spielen, aber trotzdem, wir müssen aufpassen auf die Konter von Raum. Und Sie waren ja auch im zweiten Tor beteiligt als Vorlagengeber. Wie würden Sie das nochmal beschreiben? Ich habe von Jerome einen Ball bekommen und ich wusste, dass ich kann zur Linie, zum Tor gehen mit dem Ball und habe ich gemerkt, dass Marius steht auf wieder 5. Meter und ich musste einfach spielen zu ihm und natürlich
Tag war das schon Tor. Und jetzt?